Hallo zusammen, Meier 3007 hier und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Und zwar geht es heute um den The Booktuber Behind Tag, zu dem ich gleich von zwei Personen getaggt wurde. Einmal von Sonja, von Sonnige Bücher, einmal von Nick, also vom Buchtoaster. Danke an euch beide, habt mich gefreut. Diesen Tag hat sich ja die liebe Everyday Liz, glaube ich, war es, ausgedacht. Und ich finde ihn auch richtig cool, weil man da wirklich einiges über die Booktuber noch erfährt. Und der macht ja auch auf Booktube zurzeit die Runde wie sonst nichts. Ich fange gleich mal an. Erstens, welches Wort fällt dir spontan zu deiner Person ein? Chaotisch. Ich bin manchmal ein kleiner Chaosmensch, gebe ich offen zu. Oft nicht ordentlich. Was ich oft suchen muss, das ist nicht normal. Oft auch nicht so ganz organisiert. Na ja. Dann. Frage 2. Was machst du hauptsächlich neben YouTube? Arbeiten. Ich arbeite ja halbtags im Büro. Das ist auch ein Job, der mir sehr, sehr viel Spaß macht. Alle, die meinen Kanal jetzt schon länger verfolgen, wissen, dass ich diesen Job jetzt seit Anfang 2014 habe. Ich habe ja Kaufmann für Bürokommunikation gelernt. Bin aber in Mitte 2013 nach der Ausbildung nicht übernommen worden, war dann ein halbes Jahr zu Hause, bis ich meine jetzige Arbeitsstelle gefunden habe. War ich sehr froh, dass ich das dann bekommen habe. Dann dritte Frage. Warum Booktube? Warum Bücher? Also, warum Booktube, kann ich euch gleich sagen. Ich liebe es einfach, über Bücher zu quatschen. Bevor ich mit Booktube angefangen habe, bin ich auch nach fast jedem Buch zu meiner Mama gerannt, also zu anderen Leuten, und habe gesagt, wie toll das Buch ist und dass die das doch bitte lesen müssen. Und da ist eben Booktube die perfekte Location, sag ich mal, um eben sich über Bücher auszutauschen. Und auch die Gemeinschaft auf Booktube gefällt mir immer richtig gut. Warum Bücher? Kann ich einem bloß sagen, warum nicht? Also ich könnte es mir hier ohne Bücher einfach nicht vorstellen. Ich liebe das Lesen einfach. Dann, nächste Frage, was machst du in deiner Freizeit? Natürlich lesen, dann gehe ich auch gerne spazieren und schaue auch viele Videos. Und eins meiner Haupthobbys, schwimmen gehen. Ich bin eine riesengroße Wasserratte und fast jedes Wochenende bei uns im Schwimmbad zu finden. Planst du deine Videos, zum Beispiel Skripte? Teils, teils. Also bei Rezensionen mache ich mir schon Stichpunkte und beim Lesemonat. Aber so Tags wie der jetzt hier, da, und natürlich meine Vlogs, da rede ich dann einfach mal frei Schnauze drauf los, sage ich jetzt mal salopp. Da gibt es keine Planung, da wird einfach drauf losgequatscht. Das finde ich macht auch ein bisschen natürlicher das Ganze. Wie organisierst du deinen Kanal? Zum Beispiel Kalender. Ich habe ja keinen Kalender, aber ich schaue, dass so einmal die Woche ungefähr ein Video von mir online kommt, wenn ich es schaffe. Ich drehe die meistens in Ruhe am Wochenende oder auch mal nachmittags, wenn ich frei habe, weil ich ja nur halbtags arbeite. Und meistens lade ich die dann auch gleich nach dem Drehen noch hoch. Ist dir der Inhalt oder Qualität des Videos wichtig? Ja. Ich schaue schon, dass ich eine einigermaßen gute Qualität abliefere, so gut es eben mit der Digicam, die mir hier zur Verfügung steht, geht. Manchmal, wenn ich merke, das Video ist ziemlich verschwommen oder die Kamera hat eben nicht scharf gestellt, drehe ich das Video auch nochmal oder wenn ich mich total verhaspelt habe. Hand aufs Herz. Sind dir Abos, Likes, Aufrufe wichtig? Abos eigentlich schon, da schaue ich schon immer wieder gerne drauf, wie viel ich denn habe. Und freue mich auch immer, wenn es mehr werden. Likes und Aufrufe, ja, sind auch nicht schlecht, aber da schaue ich jetzt nicht so drauf. Ich gucke hauptsächlich eben auf die Abos. Und ich freue mich natürlich auch über jeden positiven Kommentar. Welchen Tipp würdest du einem Booktuber-Neuling geben, der gerade anfangen will? Den Tipp haben schon viele andere bei dem Tag gegeben, aber ich kann es auch nur nochmal sagen, sei du selbst. Red einfach, wie du willst, wie dir der Schnabel gewachsen ist, wie man so schön sagt. Versuch dich nicht zu verstellen, weil das geht in die Hose.
und am Schluss ein Random Fact über dich. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich fahre total gerne Fahrrad, sagen wir mal. Im Sommer hat mein Auto ziemlich oft Pause, nur wenn es über weitere Strecken geht. Aber so zur Arbeit oder in die Stadt rein, immer nehme ich im Sommer nur mein Fahrrad. Und das ist zurzeit auch wirklich praktisch, weil wir haben eine Autobahnbaustelle und alles, was von der Autobahn runterfährt, kommt jetzt direkt bei uns vorbei. Da bist du mit dem Fahrrad oft wirklich der Schnellere. Und am Schluss eine Frage deiner Wahl einfügen. Da hat der liebe Buchtoaster mich gefragt, was ich in meinem Zimmer am liebsten mag. Natürlich zum einen hier mein riesengroßes Bücherregal. Und auch hier meine Leseecke, habe ich euch ja im letzten Adventskalender mal vorgestellt. Da verbringe ich auch viel Zeit beim Lesen. Das soll es mit dem Tag jetzt eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Ich werde jetzt mal keinen taggen, weil ich glaube, zu diesem Tag ist schon so gut wie jeder Booktuber mittlerweile getaggt worden, weil er ja so rumgeht. Wie gesagt, das war's von mir zu diesem Tag. Wir sehen uns dann bald mal wieder. Meier 3007.